Ich lade dich ein, mit mir zusammen eine Reise durch das Sternentor zu machen, in die Quelle der höchsten Liebe. Und wenn du dazu bereit bist, dann sage ein innerliches Ja. Und nehme einen tiefen Atemzug der Liebe. Schließe deine Augen und atme das Licht der Liebe in dein Herz hinein. Spüre, wie sich das Licht der Liebe in dir ausdehnt, wie dein Herz mit jedem Atemzug größer und weiter wird. Und spüre auch die Nähe deiner Seele in deinem Herzen. Es wird eine Reise sein, welche dich direkt in die göttliche Quelle führt. Und wenn du nun bereit bist, dann rufe deine inneren Helfer, damit sie dich zum Sternentor tragen. Und dort halte erst einmal an, denn sobald du durch dieses Tor hindurchgetragen wirst, betrittst du die Dimensionen der Liebe. Und dann mit einem ganz bewussten Atemzug gibst du deinen inneren Helfern das Zeichen, dass du bereit bist, dich jetzt von ihnen hinaustragen zu lassen in die unendliche, bedingungslose Liebe. Und du spürst auch, dass es sofort geschieht, dass du mit deinem Atemzug zu schweben beginnst. Und dann wirst du dir bewusst, dass aus deinem Herzen ein goldener Strahl der Liebe hinaus will, sich ausdehnen möchte. Und wenn du verfolgst, wo er hin zeigt, dann erkennst du voller Freude, dass dein Herzensstrahl der Liebe genau zum Zentrum, zur Quelle selbst zeigt. Und so tragen dich deine inneren Helfer achtsam und liebevoll zu diesem Zentrum der bedingungslosen Liebe. Thank you.
dein Herzensstrahl führt euch und du erkennst genau in dem Moment, wenn du dort ankommst, wie diese große, unendliche, große, wundervolle, bedingungslose Liebe in dich einströmt. Wie sie deine göttliche Flamme berührt. Wie sie deine göttliche Flamme ausdehnt. Und wie du spürst, dass du selbst einen Abdruck der göttlichen Quelle aus dem Universum in dir trägst. Die Wellen der bedingungslosen Liebe beginnen zu pulsieren. Du spürst, wie der Strom der Energie zunimmt. Und du vollkommen verbunden bist und jetzt verschmilzt, verschmilzt mit der Quelle, der göttlichen Quelle des Universums. Und du erkennst, dass du ein Teil davon bist. Dass in dir selbst, in deinem Herzen, diese Quelle als kleines Teil ruht und dass du über dieses kleine Teil ewig verbunden bist mit der Quelle allen Seins. Dass dieser kleine Teil der Funken deiner Göttlichkeit ist, welcher niemals erlischt, welcher immer, immer strahlt, welcher dein Licht erzeugt. Und so bade nun ein wenig in dieser wundervollen Energie, in der höchsten Dimension der Liebe, in deinem Universum. Vielleicht hörst du die Töne der Wirklichkeit, denn sie sind in der Quelle besonders intensiv zu hören. Und auch die Engel sind ganz nah bei dir, denn hier gibt es keine Dualität. Hier ist alles Licht und Liebe. Und so wurde deine eigene göttliche Quelle noch einmal
intensiv verbunden. Mit der Quelle allen Seins, mit der Quelle selbst. Und du spürst deine Ursprünglichkeit, deine Einzigartigkeit und Zugehörigkeit. So tragen dich nun deine inneren Helfer sanft und dennoch bewusst wieder zurück durch das Sternentor hinein in deine Welt, hinein in deine Räume, wo du langsam wieder bei dir ankommst. Du spürst, dass alle Anteile deines Lichtes sich wieder mit deiner Seele vereinen, dass deine inneren Helfer auf dich achten und dich schützen. Und nach einer Weile kommst du ganz wieder im Hier und Jetzt an. Aufgeladen mit dem göttlichen Licht von allem, was ist.